Herr Sendelhofer, grüße Sie. Grüß Gott. Grüß Gott. Handwerk und Design, wie verbinden Sie das? Handwerk und Design verbinden wir so, dass wir alte traditionelle Materialien mit geraden Linien verbinden. Sprich, wir haben da diese alten Balken, die was wir relativ lang gezogen da machen und eine straighte Linie mit einer schönen weißen Fläche, die was sozusagen das Hightech und das Design entsprechend kombiniert. Da haben wir eine schwere Eisentüre und wir verbinden eben diese Materialien Handwerk und Design. Und das unter Handwerk ist eigentlich alles, was auch im Innenbereich da drinnen ist.